Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. The Legend of Zelda Minish Cap, da ist deine Mauszeiger im Weg. Hoppala. Okay. Wir sind immer noch auf dem Gongolberg und müssen hier auch noch ein wenig weiter uns bewegen. Geh mal weg. Okay, komm uns nicht in die Quere, du komisches Stachelviech. Wir müssen darüber jumpen. Ah, okay. Gut, müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Nein, okay, noch nicht. Wir müssen erstmal zu einem Minish werden. Und hier lang gehen. Das ist, als regnet es Bomben. Pass gut auf, mein Kindchen. Bei unserer jetzigen Größe wäre es fatal, wenn man sie Tropfen träfe. Boah, aua. Soviel zu dem Thema. Ah, schon wieder. Aber jetzt ist okay, ne? Jetzt ist es okay, wenn es einen Tropfen trifft. Jetzt stört das nicht. Alles klar. Gut, wir müssen jetzt erstmal diesen Stein in diese Kuhle schieben. Jetzt müssen wir diesen Stein irgendwie nach dort oben links bekommen, in die andere Kuhle. So. Noch ein weiter, ja? Runter. Und nach links. Ganz weit nach links. Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Dann würde ich erstmal meinen Sound ein wenig lauter machen. So. Jetzt hoch. Und auch in die Kuhle. Schon können wir hier entlang. Kommst du denn her? So, der untere ging, ne, der obere ging zu bewegen, okay. Auiuiui. Hier auch wieder der obere? Ne. Dann der untere. So, dann hier den nach unten schieben. Nach hoch. Nach hoch, alles klar, nach hoch, Leute. So, jetzt den weg, den nach unten, den nach unten und den zu der Seite. Und wir sind draußen, alles klar, sehr gut. Und gehen wir da gleich rein, in eine andere Höhle. Du, geh weg. Ach genau, hier können wir das auch anders machen. Erstmal muss der hier weg. Und jetzt können wir so hier rüber. Mussten wir sogar. Weil wir sonst hier gegen diese Krüge gestoßen wären. Und dann wären wir ins Loch gefallen. Oh. Wieso auch immer wir dann nicht darüber fliegen, aber okay. Zuerst mal das. Würde gern gucken, was hier unter diesen Krügen ist. Bomben? Bomben nehme ich immer gerne. Geh weg. Okay. Hier brauchen wir... Könnten wir theoretisch den Boomerang nutzen, hätten wir uns ihn gekauft, aber... Wir sollen es mit einer Bombe tun. Diesen Schalter betätigen. Und ich glaube, wir sind jetzt durch. Noch nicht ganz, okay. Schon wieder so ein Schieberätsel, was eigentlich einfach nur Zeit frisst, weil man diese Steine so langsam bewegt. Ist ein bisschen ätzend, aber naja. Was sollen wir tun? Können wir jetzt nicht ändern. So. Und rein. Weg. Und wir sind weiter runtergegangen, merke ich gerade, okay. Hier drin. Fragment, ja, okay, Fragment. Ich dachte gerade, ist hier ein Herzteil? Aber nein, es ist nur ein Fragment. Und wir sind da, Leute. Dort unten ist ein weiteres Dorf der Minish. Erstmal müssen wir durchkommen. Ah, okay. Hier kommen wir ins Dorf. Der Minish. Meltas Mine. Hallo. Eisenerz, ich grabe nach dir. Eisenerz, ich finde dich hier. Okay. Eisenerz, ich grab ganz flott. Eisenerz, geh nur nicht fort. Er reimt sich nicht so gut, ne? Dies ist die Mine von Melta und seinen 7 Schülern. Bist du auch hier? Bist du hier, um dein Schwert zu reparieren zu lassen? Unser Chef ist ganz unten. Alles klar. Die 7... Minish. Hust. Eine kleine Anspielung? Natürlich.
So, hier ist noch ein Minisch, alles klar. Hey. Eisenerz, ach Eisenerz, da ist es, das herrliche Eisenerz. Du reibst Eisenerz auf Eisenerz. Dein Ernst. Das ist kein so geiler Reim. Wenn du hier hinausgehst, gelangst du zu einer Mine, die von Minisch geschaffen wurde. Aber ohne Erlaubnis vom Chef kann ich dich hier nicht durchlassen. Hey. Okay, dann müssen wir uns die Erlaubnis holen, Leute. Reden wir erstmal mit ihnen hier. Eisenerz, oh Eisenerz. Unter dem Minisch der dritte Schmied. Schmiedeschwerter zu diesem Lied, wie der Chef. Wie der Chef, ist kein Scherz. Okay, das war ein cooler Reim. Eisenerz, oh Eisenerz, unter den Minisch der zweite Schmied. Achso. Hatten wir schon, okay. Hallo, Melter. Gewöhnliche Kleidung, komische Mütze, du musst der Doki sein. Hab's dir vom Ältesten im Wald gehört. Ich heiße Melter, ich bin hier der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden, um die Prinzessin von dem Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert der Minisch kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das zerbrochene Schwert der Minisch, ich helfe der Prinzessin gern. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert werden kann. Alles klar. Es wird eine Weile dauern, bis es fertig ist. Geh inzwischen das Element suchen. Hier daneben befindet sich eine Mine. Sie wurde vor langer Zeit von den Menschen erschaffen. Ich dachte von dem Minisch. Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Ich dachte von dem Minisch. Gut, okay. Ja, die schaffen das auch ohne uns. Wir suchen inzwischen das Element. Okay. Das machen wir. Hat der Typ nicht gesagt, das wurde von den... Was, du willst die Mine? Na gut, wenn du Erlaubnis für Chef hast. Bitteschön, aber pass auf dich auf. Nee, er hatte doch gesagt, dass das von den Minisch erschaffen wurde, oder? Habe ich mich verlesen? Habe ich mich verlesen? Ich glaube, ich habe mich verlesen. Naja, okay. Der zweite Dungeon, Leute. Höhle der Flammen. Ja, hier drin ist es noch heißer. Lass uns schnell das Element finden und diesen höllischen Ort verlassen. Los, Kind, zacki, zacki. Alles klar, hetz mich nicht. So, ich weiß nicht mehr, wo wir als erstes... Iua, okay. Wo wir als erstes lang mussten. Ach, stimmt. Ah, verdammt. Wir konnten die ja benutzen, um solche Wände hier zu sprengen. Stimmt. Beziehungsweise, ja, wir konnten sie halt nochmal anhalten. Und... Oh, Zaubermuschel. Und, die dann werfen, aber das habe ich gerade verkackt. So. Die Gegner kennt man ja, ne? Nee, ein Schachwart, das nützt uns das Schwert nicht. Schwert nichts, wir müssen ihn umdrehen, okay. Diese Gegner sind ja bekannt aus anderen Zelda-Teilen. Oh! Ach, der Kompass, okay. Alles klar. Ich dachte gerade schon eine Karte, was? Oh nein, es war nur der Kompass. Und hier... Genau, irgendeiner von denen war der Schleim. Alles klar. So, die erste Ebene, sag ich mal, geschafft. Soweit. Die lassen sich aber auch nicht anmerken, wann sie explodieren, die Dinger hier, ne? Merke ich gerade. Die explodieren einfach, ohne irgendwie ein Anzeichen, so. Schon krass. So, kommen wir hier lang. Ich glaube schon, ne? Ja, genau. Das war knapp. Damit haben sich die Menschen in der Mine fortbewegt. Vielleicht sollten wir einfach mal einsteigen. Wie? Was ist denn das? Etwa Angst? Ach nein, das glaube ich nicht. Da gibt es doch nichts zu fürchten. Hopp, los jetzt! Und Leute, diese Minecarts sind halt einfach göttlich in diesem Spiel. Guckt euch das an. Njau! Wow! Das ist so geil. Was war das denn? Das da eben. Kind, was guckst du so zufrieden? Menschenfahrzeuge sind einfach nichts für mich. Da laufe ich lieber selbst. Ich fand, das hat Spaß gemacht. Geh weg. Ist nicht dein Ernst jetzt, ob der durch diese kleine Lücke zu uns kommt. Geh weg. Okay. Bombe. Hier legen. Und weiter. Stimmt, die mussten wir jetzt alle besiegen. Au. Au. Scheiße. So. Ach, Mann. Wir könnten natürlich auch die Maske wegsaugen mit dem magischen Krug, aber ist mir zu doof. Na sowas, hier ist ja einfach da verborgen.
Wenn ich sie schrumpfen lassen soll, stelle ich einfach drauf, drücke R. Jo. Hatte ich vor. Ich glaube, das können wir jetzt auch noch nicht überspringen, bin ich der Meinung. Oh doch, hätten wir, okay. Hätten wir überspringen können. So, die Gegner sehen uns nicht. Aber wir gehen erstmal hier hinten lang. Hier ist ein Herzteil, Leute. Oh, das müssen wir uns später natürlich holen. Was war denn hier? Okay, da unten könnten wir runter. Wir sind so langsam. Ah, endlich. Wir sind wieder normal groß. Oh, Herz. Herz. Herzen. Herzchen. Ah, wir sind wieder full life. Das ist sehr gut. Und hier haben wir die Karte, oder? Ja, die Karte. Okay. Einfach durch die Gegner. Aua, durchrollen. Okay. Oh, oha, das sieht nice aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Ja, noch nicht ganz. Aber fast. So. Ja, diese Teile hier gehen nach einer Zeit kaputt. Okay. Tauchen dann aber halt wieder neu auf, wie ihr gerade gesehen habt. Das ist nicht das Problem. Das war, glaube ich, zu früh, oder? Nee. Hopp, hopp. Diese Schnecken müssen wir jetzt am besten nicht darüber werfen. Oh. Ne, wir brauchen eh nicht alle, glaube ich. Wir brauchen eine hier für die Truhe. Und, ey. Und eine dafür. Die kann weg. Und wir haben schön viele Rubine gerade bekommen, das ist nett. So, für da oben brauchen wir keine. Ah, okay. Jetzt können wir natürlich erstmal mit dem Wirbelsturm, oder mit dem, ja, mit dem Wirbelsturm, sag ich mal, hier ein wenig langfliegen. Um zu der Truhe zu kommen. Komme ich da überhaupt an gerade? Ja, okay, war aber knapp. Und das Loch da hinten ist dafür da, um dort die Truhe reinzuschieben. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch, ne? So was das Reden angeht. Und der kleine. Oh, das war sogar eine wichtige Truhe. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich würde ganz gerne noch einmal hier oben den Weg lang gehen, weil ich nicht mehr weiß, ob hier noch was war oder nicht. Ja, okay. Ich glaube, das hat sich erledigt. Alles klar. Ja. Bei dem Minecart, also, ne, was wir genutzt hatten, war ja eine Truhe am Anfang. Ja, eine Truhe, eine Schlüsseltür. Und die können wir natürlich jetzt mit dem kleinen Schlüssel öffnen. Um, ja, die Fahrtrichtung zu ändern. Jetzt fahren wir hier ja geradeaus. So gesehen, sag ich mal. Halt weiter nach links. Wenn wir jetzt hier den Schalter betätigen, fahren wir nach oben und nicht nach links. Zack. Und somit hätten wir diesen Abschnitt auch schon geschafft. Und da war das Herzteil, aber wir kommen da noch nicht ran. So, die können wir, glaube ich, ignorieren. Ah, ich mach's einfach nicht. Ich besiege sie einfach mal trotzdem. So. Vielleicht haben sie ja irgendwas. Nein, okay. So, hier kommen wir leider noch nicht weiter, mit dem Minecart zumindest. Das heißt, wir müssen erstmal laufen. Und uns hier. Moment. Ha. Nice. Erstmal durchsprengen zu dem Herzteil, was wir gesehen hatten. Hier ist es. Zack. Ein Herzteil. Zwei fehlen noch, Leute. Dann haben wir ein weiteres Herzteil. Ja. Haben wir ein weiteres Herz. Einen weiteren Herzcontainer. So. Hm. Oh. Oh Gott. Es wird ein anstrengender Kampf. Okay. Aua. Aua. Oh Gott. Das ist echt. Ich weiß nicht, wie ich gegen die Gegner vorgehen soll. Ich glaube, Bomben wäre eine bessere Idee, oder? Ja, sonst
sonst würden sie, glaube ich, auch nicht Bomben fallen lassen. Aber okay, wir haben es geschafft. Auch ohne Bomben. Tut mir leid, wegen dem Husten. Wir haben den Wirbelstab. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Ah. Das ist interessant. Ach, verdammt. Ja, damit können wir jetzt Dinge umdrehen. Wie den zum Beispiel, dieses Plattform. Und... Hey, Knirps, mit dem Wirbelstab können wir uns vielleicht in die Höhe katapultieren. Du wirst nur Energie haben. Energie, was? Ja, die aus der Spitze kommt, irgendwo einfangen zu können. Achso, ja, wie jedes Loch. Zack. Yeah. Damit öffnet sich das Portal zum Anfang des Palastes. Und wir können jetzt auch diesen Minecart umdrehen. Und... wieder damit fahren. Ich liebe diese Minecarts in diesem Spiel, ne? Schade, dass sie einfach nur in diesem Tempel, glaube ich, sind. Nur in diesem Tempel, bin ich der Meinung, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ja. Haben wir jetzt einen kleinen Schlüssel. Um hier hinten durch die Tür zu kommen. Hallo. Und jetzt geht das Abenteuer in diesem Tempel weiter. So, das mussten wir, glaube ich, sogar schon machen. Oh, okay. Aua. Nein, mussten wir nicht. Oh, ich weiß es nicht. Nein, nein, mussten wir natürlich nicht. Doch, wir hätten ja auch so durchgekonnt. Aua. Aua. Och, Mann. Stimmt, wir müssen jetzt wieder groß werden. Und diesen Weg hier lang gehen. So. Und jetzt reagieren diese Dinger hier erst auf uns. Und ich akzeptiere den Damage einfach, weil... Da ziehe ich nicht ein, da mich extra nochmal verstecken zu müssen. Nee. Zack. Ich liebe dieses Spiel. Alleine wegen dieser Minecarts. So. Schnecke Nummer 3 und Schnecke Nummer 4. Schon können wir den Schalter ziehen. Wie auch immer dieser Schalter dann etwas betätigt, nur weil er in ein Loch gefallen ist. Ich verstehe es nicht ganz, aber egal. Weil der muss ja irgendwie eigentlich damit verknüpft sein. Oder im Schalter ist nochmal extra so irgendwie irgendwas drin. Weiß nicht. Ist ein wenig kurios. Aber wir sammeln sehr schön viele Fragmente hier, merke ich gerade. Das heißt, wir können gleich nochmal Fragmente vereinen gehen. Nach diesem Part. Nach diesem Tempel. Da lang. Da lang. Oh, okay. Erstmal das alles umdrehen. Und rauf. Herzchen. Sehr geil. Noch ein Herzchen. Dich umdrehen. Dich umdrehen. Oh. Okay. Dich umdrehen. What? Und das ist jetzt unfair. So. Okay. Das hat funktioniert, wie so auch immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Puh. Oh, dieser Husten, ne, Leute, es tut mir leid. Meine Stimme ist, wie es aussieht, doch noch nicht ganz fit, um wirklich viel aufzunehmen. Ach, Mann, ist das ätzend. Ach, Mann, das stört mich. Irgendwann bin ich mal wieder gesund, Leute. Irgendwann bin ich mal wieder wirklich gesund. Aber das... dauert, glaube ich, noch. Alter. Ja, wir haben jetzt gerade diese Lochmechanik genutzt, um in einen Wirbelsturm hinaufzuspringen. Und... ja, ich weiß noch nicht warum, aber in diesem Tempel wurde auch viel mit den Wirbelstürmen gearbeitet. Auf jeden Fall gab es hier eine Menge Passagen bisher. Und das war noch nicht der Schluss von diesen Passagen.
wie ihr hier gerade seht, haben wir noch eine ganz, ganz große. Oh. Das ist eine Truhe, war das hier eine Truhe? Oh. Okay. Ja, wie ihr gerade seht, haben wir noch eine etwas größere Passage. Was das angeht. So, ich weiß gar nicht. Kommen wir? Ja, okay. Wir kommen hier gleich hoch. Müssen nicht das Loch zum Hochschwirbeln benutzen. Und sie haben auf jeden Fall genug Wirbelstürme platziert. Oh, Truhe. Die will ich natürlich. Um hier wirklich heil durchzukommen. Definitiv. Oh, das war die falsche Richtung. Hey. So. Ich wollte schon nach rechts lenken, obwohl ich halt... Ja. noch nicht in der Luft war. Und wir sind beim Boss-Schlüssel, Leute. Wir sind dort. Große Schlüssel erhalten. Und die große Schlüsseltür ist gleich da vorne. Gucken wir das schon... Was? Okay. So, jetzt müssen wir noch warten. Aber der Part ist eh vorbei, Leute. Ich stelle mich nur noch vor die Boss-Tür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!